Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, zum Schlussteil der ganzen Sache. Und das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal Schritt für Schritt alle Ecken durch, vergleichen mit dem, wie es Reuer gemacht hat und ob wir das dann irgendwie auch vielleicht so ähnlich hinkriegen. Also ich fange dann mal an mit der linken Seite hier und die sieht bei mir so aus. Ist jetzt nicht so schlecht, aber jetzt vergleichen wir es nochmal mit hier. Und da ist schon der Unterschied, dass er hier das Grün etwas heller gemacht hat. Bei mir ist das Grün ja zu blau. Also machen wir es mal so ähnlich. Das heißt, ich muss hier mal hergehen und mit dem Gelb mal hier so ein bisschen reingehen. Ja. Am besten dann eben auch ein bisschen verschwurbeln. So, jetzt sieht das schon hier mal so ein bisschen so aus. Und jetzt kommt hier noch, das ist nicht unwichtig, dass man da diesen gelben, das gelbe Teil hier macht, weil das hier das, ja, diese grün-braune Fläche etwas dann auflockert. Und da machen wir dann auch hier etwas braun rein. Also einfach dunkel rein. Also hier zum Beispiel ist das gemacht. Ja. Und darüber kann man dann aber schon wieder etwas heller werden. Also jetzt hier so zum Beispiel. Auch wenn das jetzt nicht das Grün vom Soroya ist. Aber auf alle Fälle ist es ein etwas helleres Grün. Und jetzt ist es schon ganz okay. Jetzt mache ich aber den braunen Teil da unten noch ein bisschen heller bei mir. Und dann sieht man gleich, wie das geht. Ich gehe einfach mit einem Weiß drüber oder hellblau, egal. Einfach nur mit ein bisschen hellerer Farbe drüber gehen. Aber so das verwischen, dass da nicht das Weiß da stehen bleibt. Das wäre nicht gut. Aber so geht es jetzt so ungefähr. Und der hier im hinteren Teil, da ist es bei mir auch noch zu braun. Da werden wir auch noch ein bisschen hier erstmal ein bisschen helleres Gelb hier hinbringen. Und auch hier links, das ist so ein komischer blauer Block bei mir, das ist auch nicht so gut. Also das muss man auch dann irgendwie ändern. Das muss jetzt nicht so direkt alles weg, aber so ein bisschen. Ja. Okay, also jetzt sieht es da schon ein bisschen besser aus. Ich mache es noch ein bisschen dunkler. Mal hier. So ein bisschen rein. Also es ist ja schon so, dass man hier mit dem Mischen von Farben kann man natürlich nicht mit der Ölfarbe konkurrieren. Das ist natürlich schon ganz was anderes. Aber wir können so etwas hinkriegen. Okay, dann wäre das Eck jetzt vielleicht gar nicht so schlecht letztendlich. Was er noch gemacht hat, das ist jetzt da unten. Da ist noch so ein heller Streifen. Der ist auch gar nicht so unwichtig, weil hier ist naja, etwas dunklere Farbe, hier ist dunkel. Und wir haben ja mal gesagt, und ich habe mal gesagt, es soll immer abwechseln. Dunkel-hell, dunkel-hell, dunkel-hell abwechseln. Das wäre natürlich schon gut. Und dann mache ich das ein bisschen so rein. Ja. Schon haben wir da eine gewisse, ja, ist es ein bisschen interessanter. Und jetzt gefällt mir der Boden noch nicht so ganz. Der ist zu wild, finde ich. Das ist hier am einiges ruhiger. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hergehen und mir so ein, na, bräunliches Orange vielleicht irgendwie zulegen. Und ich guck mal, ich habe da sowas gefunden, glaube ich.
Ah, es ist die Frage, es ist vielleicht ein bisschen zu hell, aber ich probiere es nochmal hier. Ja. Also ich kann auch sagen, was ich jetzt machen will. Ich will das da hier erstmal so hinkriegen. Und da muss ich dann hier vielleicht so reingehen. Ja, jetzt sieht das hier ein bisschen besser aus. Aber das ist zu wenig rötlich. Ich muss ein rötlicheres holen. Und das ist jetzt aber gar kein Orange mehr, sondern das ist schon eher ein Rot. Aber es ist ja hier bei ihm auch ziemlich rot, ja, zum Beispiel. Das ist halt ein bisschen ein anderes Rot. Aber wir kriegen das schon hin. So. Ein bisschen ein bläulicheres Rot ist das bei ihm. Jetzt versuchen wir das mal, ob wir da eins finden. Nicht so einfach. Letztendlich kann man es natürlich auch so machen, dass man, ja doch, ich habe jetzt eins gefunden, glaube ich. Das ist jetzt schon ordentlich lila, aber das kann man ja dann auch noch mal abtönen. Und dann gehe ich da mal her und gehe mal da ein bisschen rein. Ja. Und versuche das jetzt mal abzutönen mit so einem helleren Lila. So. Und was er noch ziemlich hat, das ist dann noch ein helleres Braun, ist da auch noch immer drin. Das sieht man jetzt zwar nicht so richtig, aber es ist drin. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich ein helleres Braun habe. Ich glaube, ich habe da eins. Das könnte sowas sein. Also so, wenn man das sich anschaut. Ja. Also gehen wir her und machen hier vielleicht ein bisschen helleres Braun rein. Und jetzt haben wir hier dunkel, dunkel, dunkel. Da oben ist auch dunkel. Jetzt brauchen wir hier wieder ein bisschen was Helleres so. Und das hat er hier natürlich auch sofort gecheckt. Das heißt, der macht aber dann natürlich wieder keinen weißen Strich oder so, sondern eben nur so Blöcke, so, damit es ein bisschen aufgelockert ist und nicht so einen weißen Balken dadurch. Okay, hier haben wir noch weißen Reflexion auf dem Weg, kann man hier auch machen, ein bisschen stärker als wir schon haben. So, vielleicht hier so. Und dann kann man aber auch noch mal so ein bisschen drüber gehen hier, dann wird das schon so ähnlich wie hier. Hab's halt noch ein bisschen rötlicher, aber das ist machbar. So. So, jetzt sieht das schon gar nicht so übel aus. Jetzt ist es halt bei ihm noch ein bisschen dunkler als bei mir, aber das wird mich jetzt nicht unbedingt stören. Ich lasse das jetzt mal so. Da den Weg nach hinten. Den hat er halt hier noch ein bisschen rötlicher gemacht. Also das kann man auch hinkriegen. Da mit ein bisschen hellrosa im Prinzip. So. Und da noch ein bisschen hinter. So. Also einfach nur nichts Gerades und so. Das ist ein bisschen anders hier. Genau. Und jetzt sind wir aber schon da vorgelaufen, das brauchen wir nicht. Jetzt schauen wir erst einmal den Baum hier an, ob der so okay ist. Also, hier. Ja, der Baum bei mir ist jetzt gar nicht so schlecht. Allerdings gefällt mir das noch nicht, dass der hier so, naja, extrem blau ist da oben. Also gehen wir her und machen da vielleicht ein bisschen noch mal ein helleres Blau rein. Ein bisschen. Also nur so tendenzmäßig so ein bisschen. So zum Beispiel. Aha.
jetzt ist das gar nicht so schlecht. Und ob jetzt diese Blüten so aussehen wie bei ihm oder so wie bei mir, das ist eigentlich egal. Okay, dann gehen wir da weiter. Dieses Beet, das gefällt mir hier bei mir noch nicht so, das ist zu gerade da oben. Also gehen wir wieder her und ziehen das hier so ein bisschen hoch, wie bei ihm auch. Beziehungsweise ich ziehe es nicht hoch, sondern ich ziehe es runter. Das geht dann mit dem Handgelenk ein bisschen besser. So, und dann muss man dann ein bisschen hell reingehen. So, so. Jetzt sieht das schon besser aus. Ist das nicht so ein grüner Balken, ja, sondern das ist jetzt aufgelockerter. Also ich habe es jetzt etwas heller gemacht als bei ihm, aber das passt eigentlich ganz gut so rein. Okay, der Rest hier, das lasse ich eher. Der Baum da hinten, also der da, der ist bei mir ein bisschen groß geraten. Da ist die Frage, ob man das so haben will oder nicht. Also ob man da hinten die Mauer haben will. Also ich glaube, die Mauer, die ist kompositorisch nicht so unwichtig. Weil hier auf der rechten Seite bei ihm ist es hell. Hell, hell, hell. Und da ist es relativ dunkel. Und das braucht irgendwie so eine Helligkeit hier zum Ausgleich. Und deswegen werde ich da, bei mir ist es jetzt nicht ganz so hell, aber trotzdem ist der Baum vielleicht ein bisschen da, naja, man könnte ihn schon lassen, aber dann müsste man ihn jetzt da noch ein bisschen besser ja, malen von den Ästen her und so, beziehungsweise vom Laub her, von den Blättern her. Ich glaube, ich gehe einfach mal daher und mache es mal ein bisschen so wie bei ihm. So, und ja, was immer das sein soll, es soll irgendeine Mauer sein, schätze ich mal. Entschuldigung, eine Mauer. Und dass das eine Mauer sein soll, das kann man vielleicht andeuten, indem er da oben, so wie er das auch gemacht hat, einen blauen Strich macht oder so eine blaue Einfassung im Prinzip, weil dann klar ist, aha, da ist was. Also das soll dann aber nicht durchgehend sein, sondern so abgebrochen quasi. Ja gut, und jetzt kann man hier den Baum oder die Blätter von dem Baum etwas drüber setzen, ja. Also dann ist das hier zum Beispiel, das bei mir, das gehört dann weg hier. Das ist noch Rest vom Baum, gehört weg. Und das kann man hier auch machen, das gibt es ein bisschen einen Lichtreflex. Das finde ich schon ganz gut. Ja, der Lichtreflex, der kann auch noch da bisschen mehr sein, so wie bei ihm, so hier, so runter am Weg, dann führt uns das so den Weg hoch etwas, ja. Und man kann das auch dann noch so machen, dann ist klar, es geht dahinter irgendwie so, ja, passt, ist nicht schlecht, genau. Und dann kann man jetzt hier den Baum, also die Blätter oder die, ja, die Blätter von diesem Baum, die hat er so ganz hell gemacht. Das ist so ein ganz, ja, so ein ganz dünner Baum im Prinzip. Ich glaube, das ist eher so eine, was sagt man denn da, weiß jetzt auch nicht. So. Und ja, jetzt ist das gar nicht so schlecht hier. Genau, da machen wir aber noch einen kleinen Schatten rein in die Geschichte. Und den Schatten, den machen wir dann vielleicht mit einem Grün. Ich muss schon sagen, meine Grüns sind ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ich versuche mal hier, das ist so ein
braun-grün. Aber ich kann das, ja hier ein bisschen vermischen. Und dann nochmal mit dem hier nochmal ein bisschen drüber gehen. Ja. So. Und ja, okay. Und jetzt bei ihm sieht es so aus. Bei mir so, ja, das passt schon. Jetzt schauen wir noch weiter. Weiter rum. Also oben, oberen Teil, das ist jetzt, sieht zwar bei ihm etwas anders, aber das stört mich jetzt so nicht so groß. Vielleicht stört mich das, dass das hier bei ihm so ein bisschen, ja, runterhängt. Bei mir hängt es zwar auch runter, aber irgendwie nicht so schön. Ein bisschen. Vielleicht mache ich da ein bisschen Blau rein. So. Könnte auch irgendwie eine Glycinie oder sowas sein von oben. Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen Weiß. Und das Weiß vermengen, vermischen. Ja, aber das ist nicht das Entscheidende, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir weiter. Hier haben wir das ein bisschen. Da hat er noch so ein bisschen Braun reingemacht. Hier, damit das ein bisschen den Schatten hat. Und ja, also er hat das auch etwas dunkler gemacht. Dieses ganze Eck da kann man so machen. Das ist ein bisschen dunkler. Ich habe einfach jetzt ein bisschen dunkleres Grün drüber getan und verwischt. Und schauen wir uns mal den Brunnen an. Der Brunnen hat bei mir noch den Mangel, man sieht hier ist es deutlich dunkler im unteren Teil, weil der Schatten ist. Und das ist bei mir zwar auch so ein bisschen der Fall, aber das ist noch zu hell eigentlich. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, welche Farbe nehme ich jetzt da. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Braun ist das hier, was er so drin hat. Ich versuche mal hier das ein bisschen. Da soll das Rot nicht ganz weggehen. Ja. Und bei ihm ist der Schatten bis darunter. Das heißt, sie machen das hier dann auch so. Das ist bestimmt richtig beobachtet. Und außerdem macht es dann den Deckel heller. Ja. Und dann ist das schon nicht schlecht. So, ja, deutlich besser. Man kann aber noch die Sache hier noch ein bisschen aufhellen. Also es gibt ja ganz dunkle Schatten und es gibt noch etwas hellere Schatten. Das ist jetzt ein bisschen ein hellerer Schatten. Das heißt, ich muss aber dann im Tonwert bleiben, also in der Helligkeit bleiben vom Schatten. Ich kann da nicht einfach ein helleres Teil in den Schatten reinmachen. Wird oft gemacht, das ist komplett falsch. Also es muss dann eine Farbe sein, die den gleichen Tonwert hat wie der Rest von dem Schatten. Also hier gehe ich jetzt auch noch ein bisschen mit der Farbe rein. Das kann man da natürlich auch mischen, das ist ja klar, damit man zu dem entsprechenden Tonwert kommt. Ist halt beim Softpastell immer ein bisschen schwerer als sonst. Und vielleicht von der Struktur, also von, sagt man denn da, von dieser Säule da, die ist bei mir vielleicht ein bisschen. Ja, zu
dünn da oben im Verhältnis zu hier. Das mag jetzt zwar nicht schlecht ausschauen, aber man kann da mal gucken, ob man das dann vielleicht doch so macht. Ja, noch ein bisschen hier den Schatten noch mal ein bisschen rein macht mit dem. So. Ja, jetzt sieht es eigentlich besser aus. Jetzt ist es da oben auch gleich deutlich heller, durch das, dass das hier unten dunkler ist und außenrum dunkler ist. Ja. Also das ist jetzt bei deutlich besser geworden. Ah, was mir noch gar nicht so richtig gefällt, das ist der Rosenbaum oder so, oder muss das sein so, ja. Hier. Ja, der hat hier beim Soroya schönere Blüten. Deutlich, man sieht fast deutlich die einzelnen Blätter so ungefähr. Und bei mir ist es ein bisschen dunkel. Ja, das heißt, ich muss da nochmal reingehen. Ich gehe da auch rein. Vielleicht mit diesem Rosa erstmal, was ich jetzt da auch bei der Säule hatte. Ja, und jetzt gehe ich jetzt mal her und machen wir einfach mal so ein bisschen größer und so ein bisschen in Rosenform vielleicht. Also so ein bisschen, kann auch größer sein. Hier. Dann hat er da noch so kleinere verteilt. Vielleicht hier noch eine. Ein bisschen unregelmäßig verteilen, ne? Ja, nicht so aufgereiht. Und dann nehme ich jetzt nochmal Weiß her und gehe mit dem Weiß nochmal ordentlich rein. Dann reflektiert sich quasi das Rosa etwas. Ja, jetzt sind sie größer, die Blüten. So. Ja, trotzdem immer noch nicht so wie bei Soroya, gell? Das ist nicht einfach. Also er hat da einfach eine viel größere Blüte hier zum Beispiel auch. Aber jetzt kommt natürlich wieder der bekannte Spruch. Weiß ja keiner, wie es bei ihm ausgeschaut hat. Also von daher muss man einfach überlegen, ob es mir jetzt so gefällt. Ja. Und mir gefällt das eigentlich so schon ganz gut, muss ich sagen. Im Prinzip kann man das schon so lassen. Was da unten, mache ich vielleicht nochmal hier ein bisschen was Helles rein. So. Okay, der Weg da rechts, der ist vielleicht noch ein bisschen zum Bearbeiten. Mal hier noch mal ein bisschen rosa. Also mit rosa hat das ja in dem Bild schon gehabt, ne? Aber das ist lustig. Gab mal eine Zeit, das war vor circa, weiß nicht, 20 Jahren oder so. Da hat der Bernhard Vogel, der Aquarellist aus Salzburg, der hat alle Bilder von sich ein Jahr lang ungefähr schwerpunktmäßig rosa gemacht. Ja, weil damals gerade rosa total in Mode war. Ja, so hat er das gemacht. Okay, ich glaube, ich lasse das so. Also ich schaue jetzt nochmal nach, ob ich irgendwo nochmal so Sachen sehe, die extrem auffallen. Also hier zum Beispiel könnte man auch, wenn man das hier mal so anschaut, das Eck hier, dann könnte man hier auch noch bei mir
ein bisschen was Helles hier reinkriegen, ja, reinbringen. So vielleicht. Das macht sich immer gut. Und das da oben, das ist auch ein bisschen zu monoton. Dann machen wir halt sowas rein. Vielleicht so. Und einfach nur schauen, wo irgendwelche Stellen sind, die sehr monoton sind. Ja. Kann da hinten zum Beispiel mal einfach sowas reinmachen. Also kein Mensch weiß, wie es in dem Garten tatsächlich ausgeschaut hat. Ich war schon drin und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den Brunnen gesehen habe, zig Jahren her. Aber es ist auf alle Fälle, das Alcazar, das ist sehr zu empfehlen zum Anschauen, sehr zu empfehlen. Und ja, wunderbar erstmal. Also ich glaube, es ist jetzt schon ein Fall für ein Passepartout. Also gut, dann, was man noch, eins könnte man noch machen vielleicht, das wäre, aber es wird nicht gut gehen, da nochmal etwas weißer an der Stelle. Ja, das habe ich ja auch gemacht, das ist so eine zentrale Stelle hier, die muss eigentlich etwas rausschauen. Ja, jetzt ist gut. Genau. Ja, ich würde sagen, kann jetzt noch den Bäumchen da ein bisschen mehr hier was mitgeben. Vielleicht sogar ein Ast und so. Ja, auch nicht schlecht. Begeisternd. Okay. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt da ein Passepartout rum und dann schauen wir es uns nochmal an. Also, wenn es jetzt schon Like wert ist, dann freue ich mich. Kommentare auch immer. Dann erstmal Tschüss. So, jetzt hat das Ganze ein sogenanntes Arbeitspassepartout bekommen. Warum Arbeitspassepartout? Ja, weil es ein bisschen schon schmutzig ist. Aber das macht nichts. Das ist nur, soll nur so den ersten Eindruck bestärken oder zeigen, ob man jetzt meint, dass es in Ordnung ist alles. Ja, erstmal schon, aber das schauen wir dann morgen nochmal an und dann sehen wir weiter. Aber jetzt ist es schon so, dass wir Teile auf alle Fälle ganz gut gefallen. Gut, dann.